wenn wir heute im Jahr 2022 stehen und an eine Fertigstellung im Jahr 2027 denken, sind 5 Jahre Zeit. Das heißt, die Stadt Wien arbeitet, soweit wir informiert sind, mit Hochdruck daran, diesen Radweg zu planen, weil wir wissen ja, wo er ungefähr verlaufen wird, sonst könnten wir es ja nicht mitbedenken, und wird das dann auch entsprechend im Bezirk vorstellen.